Guten Tag, Jorgos. Primera, Jorgo, Danke, dass wir hier ein bisschen in diesem offiziellen Büro sprechen können. Sag mir bitte zwei Worte. Willkommen in unserer Stadt. Wir befinden uns hier im alten Rathaus, das mehr als 100 Jahre alt ist. Dieses Gebäude war früher eine Schule, das mit Spenden der Bürger erbaut worden ist. Dann hat es als über 100 Jahre als Schule funktioniert. Vor 15 bis 20 Jahren wurde das in einem Rathaus umgebaut. Und wir befinden uns hier im offiziellen Büro, wo der Bürgermeister empfängt, die offiziellen Empfänge von offiziellen Religionsführern. Und auch werden hier die standesamtliche Trauungen durchgeführt. Mit der staatsamtlichen Heirat und mit der Heirat generell hat sich hier sehr viel geändert in Griechenland. Vor 45 Jahren, als ich nach Deutschland ging, gab es keine standesamtliche Heirat. Und dann habe ich gehört, bei einer Heirat, der Mann behält seinen Namen, die Frau behält ihren Namen. Und wenn die Frau den Namen des Mannes annehmen will, dann mit viel Mühe. Das ist wahr, aber das ist länger her, als es passiert ist, kurz nachdem sie weggegangen sind, vor 30 Jahren. In den 80er Jahren, mit einem Gesetz der damaligen Regierung. Und seitdem kann und muss die Frau sogar ihren Geburtsnamen behalten. Hier in diesem Büro haben sie einige Geschenke, die wirklich sehr, sehr interessant sind. Können Sie mir etwas dazu sagen? Genau, wie gesagt, wird die Stadt besucht. Die Stadt ist rege und nimmt teil an vielen griechischen und internationalen Veranstaltungen. Hier kommen viele Offizielle, die die entsprechenden Geschenke bringen. Wir haben hier nur einige ausgestellt, es gibt viel mehr. Hier sind nur einige Beispiele. Hier in der Stadt hat Herr Vikelas gewohnt. Herr Vikelas hat die modernen Olympischen Spiele wiederbelebt, zuerst in Griechenland. Hier hat es angefangen und dann auf der ganzen Welt. Er lebte hier und ich persönlich wohne neben seinem ehemaligen Haus. Deswegen bei jedem Olympischen Spielen kommt die Flamme hier vorbei, zu Ehren der Stadt und Herrn Vikelas. Hier haben wir zum Beispiel einige olympische Fackeln, die sich vor uns befinden. Hier haben wir die Fackel aus Peking in bronzener Farbe und dann haben wir die Fackel aus London. Und dazu sollte man wissen, dass für jeden Athleten auch ein Loch auf der Fackel gestanzt ist. Und die mittlere Fackel interessiert mehr die deutsche Welt. Es ist die Fackel aus den Olympischen Spielen 1936 in Berlin. Die war im Besitz eines Bürgers aus der Stadt, der sie der Stadt geschenkt hat, damit sie in der Geschichte bleibt. Hier sind zwei, drei schöne Bilder mit großer Bedeutung. Zum Beispiel dort vorne. Hier sehen wir die Straße vor dem Rathaus. Dieses Gebäude, das wir sehen, existiert leider nicht mehr. Das ist vor 30, 40 Jahren weg. Was wir dort aber sehen, ist die ehemalige Schule und jetzt der Vorplatz vor dem Rathaus. Ein bisschen weiter rechts hätte man das Gebäude sehen können, wo wir uns heute befinden. Dort ist eine junge Dame. Natürlich, die junge Frau trägt die traditionelle Kleidung der Stadt. Und dahinter sehen Sie eine große, schwere Tür mit großen Nägeln, die geschlossen wurde, damit die Türken damals nicht sehen konnten, was innerhalb des Vorgartens der Häuser passiert. Jörgo, die Stadt hat 72 Kirchen, davon sind 48, 49 im Betrieb. Ich habe viele Geschichten gehört, warum es diese Kirchen gibt. Die eine sagte, dass jedes Viertel die eigene Kirche haben wollte. Der andere sagte, um jedes Viertel herum gab es eine Mauer.
damit die Türken damals nicht die Kinder und die Frauen mitnehmen konnten. Und jedes Viertel hat deswegen seine eigene Kirche und seine eigenen Brunnen, damit sie längere Zeit aushalten können. Kennst du auch eine Geschichte, warum es hier so viele Kirchen gibt? Das ist wahr, das ist wirklich wahr. In der Zeit, als die Türken hier waren, und das hat lange gedauert, circa 500 Jahre. Und die Umstände waren damals hier tatsächlich schwierig. Und deswegen haben die christlichen Bewohner sich nicht sehr viel bewegt, damit sie nicht in Kirchen ein- und ausgehen, damit sie keine Repressalien von Seiten der Türken erfahren und jedes Viertel. Und hatte seine eigene Kirche, die von draußen wie ein normales Haus ausgesehen hat. Sie werden sehen, die alten Kirchen sehen aus wie ganz normale Häuser. Und die Kirchen haben sich damals verabredet, ganz leise, hinter den großen Mauern, die hoch genug waren, damit man nicht einsehen konnte, und besuchten sie die Kirchen. Und sie sollten wissen, dass die Bewohner der Stadt schon immer sehr, sehr gläubig waren. Jetzt kommen wir zum Punkt der Gegenwart. Und die Frage ist, der Zustand Griechenlands in der Krise, ich will Sie auch fragen, es ist alles nicht so schön. Wie sehen Sie das? Es ist wahr, wir durchleben eine lang anhaltende Krise. Die Schuld daran liegt auch an der griechischen Politik, aber auch wir griechische Bürger, die wir dazu beigetragen haben, damit die Situation eintritt. All das ist eingetreten, nach meiner Meinung, mit einer falschen europäischen Politik. Und die europäische Politik stand nicht für die Bürger, für die Völker, sie stand für Unternehmen. Wir sollten nicht vergessen, dass der Vorgänger der Europäischen Union die Montanunion war. Im Grunde ein Zusammenschluss von Unternehmen. Ist also nicht gestartet als Völkerverbund, sondern als Unternehmensverbund. Mit dem Ergebnis, dass wir die heutigen traurigen Zustände haben. Mit anderen Worten, mehr für die Banken und weniger für die Menschen. Damals war das weniger für die Banken und mehr für Unternehmen, Montanunion. Danach hat sich die Weltwirtschaft geändert und das schnelle Geld, das viele Geld, ist zu den Banken gegangen, weil Geld lässt sich besser bewegen als Ware. Das kapitalistische System wollte es so. Die Banken haben untereinander die infizierten Waren verkauft. Mit dem heutigen Ergebnis. Und die Politiker hier in Griechenland haben mitgespielt. Leider auch wir. Wir wollten auch das schnelle Geld und deswegen sind wir jetzt hier. Meine letzte Frage betrifft die Zukunft. Hier in Veria ist eine Agrarumgebung. Die Industrie geht weg nach Bulgarien oder sonst wo. Wenn wir Zukunft haben, welches Ziel hat diese Zukunft? Das ist wahr, wir hatten hier immer eine Agrarumgebung, das Kalifornien Europas. Unsere Ebene ist ein Schatz. Immer hat es uns unterstützt wirtschaftlich. Wir können das wiederbeleben und wir müssen es auch. Vergessen wir nicht, dass ganz Griechenland Vulkanerde hat. Deswegen ist die Erde sehr fruchtbar wegen den Vulkanen. Das Ergebnis sind qualitativ sehr hochwertige Agrarprodukte, die sich unterscheiden. Das ist ein sehr wichtiger Faktor. Ein anderer wichtiger Faktor ist das Klima, das sehr mild ist im Vergleich zum restlichen Europa und natürlich einen unermesslichen archäologischen Schatz, der mit entsprechender Hilfe unterstützt werden sollte. Wir sind nicht in der Lage, mit Europa zu konkurrieren. In Industrieproduktion, weil wir so nicht aufgestellt sind. Wir können aber unsere eigenen Erzeugnisse voranbringen. Das bedeutet Natur und Tourismus. Vielen Dank, Georgos. Alles Gute.